So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Die Shell-Tankstelle hinter mir ist abgesperrt. Die macht bald zu. Das wird weggerissen, das Gebäude. Kommt eine Selbstbedienung rein. Ich war da noch nie tanken, glaube ich. Interessiert mich Kreuz. Nein, wir wollen jetzt zu McDonald's. Denn es gibt ja diesen komischen Cranberry. Den Big Rösti Cranberry. Den habe ich letztens nicht probiert, nur den Raclette. Jetzt haben so viele gesagt, der ist doch so toll. Bis der Leon Dye kam in der Fake-Version und hat gesagt, das schmeckt einfach nur, das merkst du gar nicht, ist gar nicht süß, ne? Da kann ich mir auch Marmelade aufs Brot schmieren. Und deswegen möchte ich den jetzt doch mal testen. Ich habe nämlich Hunger und es ist eine neue Woche angebrochen. Es gibt wieder 3 neue Spiele im Happy Meal. Deswegen werde ich für Sandra, Marie und mich jetzt ein Happy Meal holen. Gucken, ob wir alle 3 neuen Spiele von Hasbro bekommen. Und den Big Rösti Cranberry testen. Dafür müssen wir aber rein, weil hier drin ist es halt nass. Deswegen auch da die Pfütze. So, das Essen ist jetzt da. Das wollen wir euch mal zeigen, was Sandra wieder alles bestellt hat. Nee, Spaß, das war der Pubi. Das ist jetzt alles bestellt. Guck mal, hier ist eine Zero dabei, da ist eine normale dabei, da ist ein Milkshake dabei, Salat natürlich. Wenn ihr Happy Meal nehmt, immer Salat dazu, das ist ganz wichtig. Da 3 Happy Meal, hier mein Big Rösti. Da ist noch für Sandra was. Und es ging ja um die 3 Spiele. Ich habe mal hier geguckt. Wir haben beim letzten Mal, glaube ich, Cluedo gehabt. Wer ist es? Und Spiel des Lebens. Das heißt, 3 waren noch übrig. Deswegen gibt es heute hier Monopoly. Es gibt 4 gewinnt. Und pass auf. Jenga. Nee, ist es nicht. Denn die Frau von am Dresen hat gesagt, das ist aber nur aus Pappe, ne? Das ist nicht mit Holz. Das heißt, es sieht zwar gut aus, aber das ist natürlich halt... Ist halt alles nur so, ist ja nicht wie das echte, deswegen egal. Hauptsache man hat was und den wollen wir jetzt öffnen, den wollen wir uns jetzt angucken. Denn das ist der Big Rösti mit Cranberry. Den zeigen wir euch gleich aber nochmal ganz, nochmal fett, nochmal groß. Ist ja dasselbe wie beim letzten Mal, nur dass da halt jetzt hier so Cranberry Mousse drauf ist, ne? Jonas! Jonas! So, wollen wir mal probieren, das Ding, ne, was bestimmt so ist wie alles andere. Wir holen es einfach mal jetzt raus. Eigentlich bin ich gar kein Big Rösti-Fan, aber das war jetzt hier neu. Haben wir gedacht, probieren wir mal. Vor allem siehst du hier auch schön wieder den Bacon drauf. Dann hast du hier den Käse. Hier ist ganz viel von dieser Cranberry-Marmelade drauf. Ist vielleicht ein Unterschied, weil der Mr. Eos auch gesagt hat, das merkst du gar nicht und wo ist denn das? Und er hat irgendwie sein aufgemacht. Da hast du nichts gesehen, nichts. Und hier ist es so präsent, das quillt an den Seiten schon überall raus. Das hängt hier vorne runter, also wenn man das nicht merkt, dann weiß ich auch nicht. Bei ihm hast du wirklich nichts gesehen. Hier sieht man einiges, also war bei ihm eine Fehlproduktion, sage ich mal. Wir beißen mal rein. Schmeckt auf jeden Fall speziell, vor allem weil du auch dieses Salzige von dem Bacon noch hast. Dieses Kartoffelige eben von dem Rösti, dieses Süße, was auch leicht säuerlich ist von dem Cranberry, ist eine richtig geniale Kombination jetzt für die Wintertage, für Weihnachten. Ne? Da ist ja immer alles so speziell und süß. Würde ich nicht das ganze Jahr über essen, würde ich nicht als besten Burger jetzt mir jedes Mal reinziehen können. Aber als kleines Schmankerl mal was ganz Besonderes, finde ich den eigentlich ganz cool. Willst du auch mal probieren? Nee, danke. Gut, dabei bist du doch die Cranberry-Frau. Wir beißen noch mal rein, ob es genauso bleibt. Das Fleisch ist auch gerade mega saftig. Hm. Vor allem auch hier oben diese Käsecreme. Mega cremig, mega käsig, mega lecker, gute Kombination für mich. Ist das ein Ding, das würde ich auch noch mal essen. Das vermischt sich einfach alles wunderbar. Ich bin begeistert, ich kann das negative Feedback jetzt nicht nachvollziehen. Ich finde den gut. Wenn ihr den schon mal probiert habt, schreibt es mal in die Kommentare. Und ja, das war es von meiner Seite aus schon wieder. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses. Und das ist eine Cola Zero. Immer Zero trinken. Peace out, vorhaut. So
ich muss noch mal kurz zu Quad kommen. Der Burger ist leer und ich muss sagen, der war wirklich genial. Der schmeckt mir sogar besser als der Big Rösti Raclette. Also ganz am Ende, wo dann halt das Cranberry weg war, ne? Da war es dann ziemlich trocken und komisch, da war auch nicht mehr dieser schmierige Käse da. Aber während diese Cranberry-Creme da drauf war, dieser Mousse, war das echt genial. Und das Beste ist, jetzt habe ich den Sticker abgemacht, habe den eingelöst und habe sogar noch eine neue Cola gewonnen, die ich jetzt auch trinken kann. Da sind sogar Eiswürfel drin. In der anderen waren keine. Perfekt, alles rumgekleckert. Wow! Wenn du die ja komplett ist, ist das ja besonders nervig.